So, und wir starten, setzen wir da her, und wir starten gleich hinein. Bleib sitzen da, ja? Ich muss es einmal anschauen, bevor ihr es erst einmal mitmacht. Wir starten einmal, indem wir jetzt einmal praktisch in die schulterbreite Position gehen. Körperspannung ist da, dann gehen wir unsere Hände daher und beginnen einmal ganz locker jetzt einmal uns hier zu mobilisieren. Ja, neuer Tag, neues Glück. Wieder eine Möglichkeit, eine Chance, das Leben zu verändern für alle Damen und Herren, die vielleicht bis dato nur auf der Couch gesessen sind. Das heißt, wenn ihr immer noch überlegt, dann gebt euch heute den Ruck, steht's auf und macht's mit. Ihr werdet sehen, es macht euch einfach Spaß, so wie vielen, vielen anderen in ganz Österreich und international. Sehr gut. So, wir werden ein bisschen größer, genau, aber schön langsam beginnen zunächst einmal, dann einmal die Richtung zu wechseln. Ja, damit wir hier mobilisieren, gemütlich einmal hineinstarten. Es wird aber heute doch etwas intensiver, das kann ich euch schon verraten. Und währenddessen wir jetzt praktisch doch größer werden und probieren auch einen Achter zu machen, ja, schaut mal, vielleicht, wer kann das von euch, einen Achter, die sich trauen, Achter in eine Richtung, ja, und dann einen Achter auch in die andere Richtung. Auch der Hauptkameramann hinter mir, der Rossi, macht auch schon die Bewegungen. Währenddessen wir das tun, schauen wir uns kurz das erste Foto an und das zweite kommt von der Renate. Sie tun seit langem schon mit, ich glaube seit Beginn, und aber im September hat es dann wieder, oder angefangen hat schon mal, dann hat es wieder im September, ist sie wieder eingestiegen und hat seitdem, schaut sich einmal die Bilder an bitte, hat seitdem 14 Kilo abgenommen. Sie hat natürlich die Ernährung geändert, hat ein bisschen Intervall gefastet, aber sie sagt, ja, die tägliche Bewegung, die hat dir dabei geholfen. Wahnsinn, gratuliere, super. Ja. Also ihr seht, was da möglich ist. Gut, so, wir werden jetzt ein bisschen größer von der Grätsche her und bewegen uns von der einen zur anderen Seite. Jetzt ist der Oberkörper stabil. Ja, so, genau. Und wir gehen von rechts nach links. Das heißt, da stabilisieren wir, innen dehnen wir, andere Seiten, genau, rechts, links, kann auch ein bisschen größer werden von der Grätsche. Wir spüren hier schön die Dehnung auf der Innenseite. Ja, sehr gut. Rechts, links, ganz locker zunächst einmal. Und wie gesagt, das mit der Renate ist ein Wahnsinn. 14 Kilo hat die abgenommen, ja. Gutes Zeichen, es geht, ja. Bewegung, Ernährung, dann schaffen wir das und denkt dran, der nächste Sommer, der kommt bestimmt. Ja. So, wir kommen zur Mitte, bleiben aber gleich in der Position und machen jetzt einen Klassiker. Franz Schmal, Aufwärmübung, sage ich immer. Wir beginnen, indem wir hier die Rotation praktisch haben, mit unseren Handflächen einmal Richtung Knie zu gehen. Und dann schauen wir, wie es geht, nach unten, schön langsam beginnen. Ja, bis oben dann nachher zu den Zehenspitzen. Einsteiger fangen da langsam einmal an. Ja, rechts, links, bei den Knie zum Beispiel, ja, handeln sich nach unten Richtung Schienbeine, ja, Richtung die Schienbeine runter und dann schauen wir natürlich, dass wir runterkommen bis zu unseren Zehenspitzen. Sehr gut, ja, das ist gut. Und da bitte achtet drauf, da haben wir die Rotation mit dabei. Rotation, rechts, links und da bewegen wir uns schon. Ja, damit man richtig aufgewärmt sind, sprich der Motor warm gelaufen ist für unsere nächsten Übungen. Sehr gut. Und wie gesagt, Einsteiger beginnen einmal ganz locker im Kniebereich, handeln sie nach unten, jeder schaut, so gut es geht, ja, mache ich die Übung und versuche aber natürlich, mich zu verbessern, mich zu steigern. Schauen wir mal, wie weit komme ich heute nach unten? Ja? Wie weit komme ich heute nach unten? Wo ist denn da? Ja. Also, wie weit geht's heute? Geht's heute schon besser. Sehr schön. Okay, wir kommen wieder nach oben, richten uns auf. Nächster Schritt, ja, wir haben jetzt praktisch schon Hüftbreiter, Schulterbreiterstand, ihr entscheidet. Schauen, dass wir gut verwurzelt sind. Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und jetzt, 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt, wir lassen unsere Arme hier fliegen. 1, 2, 3, 4 und da bitte achtet darauf, ich ziehe nicht so die Schultern nach oben, sondern wirklich unsere Arme gehen nach oben. 1, 2, 3,
4. Sehr gut. Ja. Schön langsam beginnen und stellt euch bitte vor, ihr habt hier auch einen Widerstand. Das heißt, ihr könnt da selbst gegen den Widerstand arbeiten, variieren, wie schwer mache ich es mir. Ja, und wenn man das dann intensiver macht oder ausführt, dann merken wir, das geht schon eine. Sehr gut. Lächeln aufsetzen und nach vorne. Seite. Ja, da fliegen die Arme, aber nicht irgendwie so abnudeln. Ja, das bringt genau gar nichts, sondern wirklich darauf achten. 1, 2, 3, 4. Sehr gut, jawohl. Ich merke, heute seid ihr gut drauf. Ja, das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Und nach vorne, ja, ja, genau mal schauen. Ja, passt, das gefällt mir, so ist gut. Ja, und wieder, zack, nach vorne. Und Körperspannung, Achtung, Körperspannung, nicht wie ein Müllsackel. Wir sind aufrecht, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Atmung, die fließt. Okay, und noch einmal der ganze Durchgang. Okay, wir schütteln aus. Jetzt, Herrschaften, gehen wir ins Wasser. Ja, ich weiß, die Seen sind auch ein bisschen zu kalt. Hallenbäder und so weiter haben zu, aber wir machen jetzt das Trockentraining. Und zwar alle 4 Lagen. Wir beginnen zunächst einmal mit Delfin. Dazu schauen wir, dass wir die Arme praktisch nach vorne bringen, tauchen ein, drücken dann schön nach hinten, kommen da wieder nach oben, da atmen wir ein und so schwimmen wir. Ja. Die Einsteiger machen einfach nur die Variante, schön nach hinten drücken und die Profis unter uns, die können nicht da den Oberkörper mitnehmen, weit schön nach vorne. Ja. Also achtet drauf, macht das einmal langsam nach vorne, ja. Da nach hinten abdrücken, ausatmen. Einatmen, schön nach vorne strecken. Sehr gut. Ja, schwimmen wir schon Delfin. Und geht schon. Und dann machen wir noch ein paar Tempo. Ja, ein paar Meter haben wir noch. Ja, also wie gesagt, Einsteiger, heute eher nur die Arme nach vorne. Die anderen können dort schon den Oberkörper mitnehmen. Ausatmen, einatmen, eine Spur schneller werden. Sehr gut. Und ich komme wieder zu euch nach vorne. Ja, noch eins. Okay, wir stoßen an, drücken uns ab, schwimmen retour und jetzt geht's rückenschwimmend in die andere Richtung. Schöne, große Bewegungen machen wir da. Ja, setzen unser Lächeln auf und wir spüren es bereits da, gell? Da, haha, Schulter-Nackenbereich, merken wir, wir sind aktiv, gell? Das ist gut so. So, und ja, wir schwimmen Rücken und schauen einmal jetzt kurz zu Ingeborg und Marian. Die haben mir geschrieben, dass sie seit 4 Monaten mit dabei sind. Knappe 70, aber gefühlt 2 Zentimeter größer geworden und das dürfte das Enkel sein, die Livia. Also die ganze Familie turnt damit, sehr gut. Ja, sie haben das Gefühl, größer geworden zu sein. Um 2 Zentimeter. Und wir schwimmen schon. Geht schon, bleiben wir dran. Ein paar Meter haben wir noch. Komm. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz kurz ausschütteln, locker machen. Jetzt brusteln wir, sprich Brustschwimmen. Ja, sieht folgendermaßen aus, auch Arme nach vorne. Jetzt schieben wir praktisch nach hinten. Arme kommen wir nach vorne. Ja, und so ist die Bewegung. Ja, so ist die Bewegung. Ich komme zu euch, schaut her. Also richtig schön nach hinten. Ausatmen, wir kommen nach oben. Atmen ein, atmen aus. Und probiert einmal, euch wirklich hier lang zu machen, auch wenn ihr nur so steht, lang zu machen. Die Gleitphase im Wasser, wenn ihr da wieder mal ins Wasser geht, ja, nicht so dahin nudeln, sondern probiert es einmal, ein Armtempo zu machen, zu gleiten. Ja, ihr werdet sehen, man ist sogar wahrscheinlich eine Spur flotter und energiesparender unterwegs. Und da schwimmen wir schon. Ja, sehr gut. Dick schön. Und das ist die intensivere Variante. Wir kommen mit unserem Oberkörper raus aus dem Wasser. Nach vorne. Einatmen. Ausatmen. Schön nach hinten drücken. Und dann machen wir noch. 4, 3, 2. Und das letzte. Nach vorne. Okay, ausschütteln. Eine Länge haben wir noch. Und zwar, wir schwimmen Graul. Ja. Schnellste Lage überhaupt. Dazu, ja, gehen wir wieder mit unserem Oberkörper nach vorne, so gut es geht. Körperspannung, die ist da. Und jetzt schieben wir da schön nach hinten, kommen nach vorne und die andere Hand, ja, kommt jetzt zu euch, ja,
Also, einmal nach hinten, Hand kommt nach vorne und dann drückt man das schön ab. Mit der anderen Hand, wenn die linke zum Beispiel nach vorne kommt, geht da die andere nach hinten. Das ist nur so ungefähr mal angedeutet, die Technik. Ja? Und da drückt schön nach hinten ab. Genau, da nach hinten abdrücken. Und auch da probiert einmal, wenn ihr ein bisschen kraulen könnt, einmal die Gleitphase richtig auszunutzen. Ja, und dann bringen wir schon ein bisschen einen Schwung rein in das Ganze. Ja, schwingen wir einen Schwung rein, bringen wir einen Schwung rein, schwimmen wir einen Schwung hinein, ja, kann man auch sagen. Und, jawohl, kommt zu euch, ich komme zu euch. Ja, wir schwimmen gemeinsam, das schaut gut aus. Und wieder retour. Ja, wir bleiben dran. Und wir schlagen an. Geht ganz schön, gell? Schwimmen und schwitzen, glaubt man gar nicht, beides funktioniert. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu unserer Standwaage. Ja, auch ganz wichtig dazu, ja, machen wir Folgendes. Wir geben unsere Arme nach oben, ja, ein Bein verwurzelt und jetzt bewegen wir uns mit unserem Oberkörper, ganzen Körper nach vorne. Aha, wir merken, das geht. Ja. Dann wechseln wir das Bein. Einsteiger können sich natürlich, oder die Damen und Herren, die sich nicht so sicher fühlen, irgendwo hinstellen, wo sie eine Wand, einen Kasten oder sonst was haben und dann probieren. Aha, das geht. Gut, mache einen Schritt retour und schau, komme ich noch weiter nach vorne. Ja, und da kann man sich auch wieder herantasten und in der Position dann mal kurz bleiben. In der Position bleiben, ob so, so oder so, wie auch immer, kurz in der Position bleiben. Ja. So, anderes Bein wechseln wir natürlich dann. Ja. Auch da wieder nach vorne gehen. Einmal, zweimal oder dreimal, kommt drauf an. Kurz halten, Körperspannung ist da. Wir kommen wieder retour. Hopsi, ihr merkt, auch ich wackel da. Das ist gut so, da trainieren wir. So, das macht jetzt jeder für sich. Entweder so, einmal, zweimal oder dann ein bisschen weiter. Einmal, zweimal oder natürlich ganz weit, so gut es geht. Und natürlich auch dazwischen mal halten die Position. Retour. Anderes Bein noch einmal. Okay, und wir kommen retour. Schütteln aus, sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen entspannter. Und zwar stehen wir seitlich hin, ja, geben unsere Arme her und beginnen uns jetzt richtig hier schön zum Durchmobilisieren. Das heißt, Wirbel für Wirbel rollen wir uns nach oben, bis wir da praktisch den Katzenbuckel haben. Und dann kommen wir retour und haben wieder praktisch die Kuhposition. Cat and Cow. Ja. Und dann gibt es auch noch die andere Möglichkeit hier, sich so richtig schön seitlich so durchzumobilisieren. Das macht jetzt jeder für sich. Und zwischenzeitlich schauen wir einmal uns noch ein weiteres Foto an. Haben wir geschrieben, die Eva und die Eileen, ja. Dank dir sind wir auch im Homeschooling fit. Zweimal in der Woche machen wir fit mit Philipp und dadurch werden wir sportlicher. So soll es sein. Ja, wir dehnen noch schön und genau, genau. Wir kommen nach oben, schütteln nochmal kurz aus. Ja, und ich würde mich auch über Videos von euch freuen oder Fotos von allen Schüler, Schülerinnen, Damen und Herren, alle, die mitmachen. Und wir schauen nochmal, dass wir gescheit verwurzeln. Ja, so. Und jetzt heben wir ab. Kniehub. Vor, Kniehub Seite, Kniehub Rück. Ja, das ist die Übung. Und die Fotos und die E-Mails, die schickt mir bitte an fitmitphilipp.orf.at. Also, noch einmal die Geschichte. Ja. Wir können uns gerne irgendwo anhalten, dann Körperspannung, die ist da. Wir heben an, Kniehub, ja, strecken, vor, Kniehub, dann auch zur Seite. Ja, und dann noch einmal Kniehub, Rück, da haben wir heute halt unteren Rücken, Gesäß, hinteren Oberschenkel, das haben wir alles dabei. Und das machen wir jetzt im Wechsel. Anderes Bein. Einsteiger fangen vielleicht mit einer kleinen Bewegungsgröße an. Nur leicht nach vorne. Ja. Leicht anheben, seitlich auch nur ein bisschen. Ja. Jeder bitte von euch, so gut es geht. Und wieder anheben, nach vorne. Ja, sehr schön. Und nach hinten. Und geht schon, Arme nach vorne. Ja, sehr gut. Seitlich. Ihr könnt dazwischen auch immer wieder wechseln. Ja? Ihr entscheidet, wie oft ihr die Übung hintereinander ausführt. Ja? Aber wie gesagt, wir achten natürlich darauf, dass wir das sauber machen. Sehr gut. Einmal nach hinten und vielleicht noch einmal das andere Bein. Kniehub vor,
Kniehub Seite, ja, spielt man richtig schön da, und Kniehub Rück. Sehr gut, wir schütteln aus. So, jetzt machen wir noch was für unsere Oberschenkel, und zwar unseren Ausfallschritt. Dazu geben wir die Arme hier nach oben und jetzt Einsteiger steigen nach vorne, kleiner Schritt. Ja, fixieren da mal und dann Oberkörper dreht eine Richtung, andere Richtung. Wir kommen zur Mitte und drücken uns über den Fußballen wieder ab. Ja, Fortgeschrittene, die gehen natürlich weiter nach vorne. Das ist ein richtiger Ausfallschritt schon. Oberkörper links, Mitte, rechts, Mitte und erst dann nach hinten abdrücken. Okay? Und das macht jetzt jeder bitte für sich. Vor, einmal, zweimal. Sehr gut. Und wieder nach vorne steigen, Lächeln aufsetzen, wieder zurückkommen. Eins, zwei und wieder. Und wie gesagt, bitte achtet drauf, ja, auf die saubere Ausführung. Macht lieber eine kleinere Bewegung, wenn ihr merkt, dass ihr noch nicht so fit seid. Ja, dann rechts, Mitte, links, Mitte und retour. Und einmal geht es nach dem anderen Bein. Ja, und sehr gut, wir kommen retour. Ja, das war schon der anstrengende Teil. Jetzt geht es hinein in die Cool-Down-Phase. Und da machen wir was für unsere Atmung. Ganz wichtig, stellt euch immer entspannt hin. Schulter- oder Hüftbreiterstand. Arme nach vorne, Faust. Jetzt gehen wir nach hinten. Eins. Und machen da dann auf. Ja, da dehnen wir schön vorne. Kommen retour. Wieder nach vorne. Das Gleiche machen wir jetzt mit der anderen Hand. Gehen da nach hinten. Ja, wieder nach vorne. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nach hinten zu gehen, da und da richtig aufzumachen, noch, ja, die Dehnung, ja, weiter nach hinten zu gehen, wieder nach vorne zu kommen, ja, und das machen wir auch mit der anderen Hand. Und auch da retour, ja, lasst euch Zeit. Und jetzt machen wir das noch einmal gemeinsam mit beiden Armen. Wir machen da auf, gehen nach hinten, genau, kommen nach vorne, ja, und sind schon da. Ja, das könnt ihr gerne noch ein paar Mal für euch machen. Ich sage Dankeschön, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz, ganz wichtig, bitte geht's raus an die frische Luft. Und der Little Phil und ich sagen, ja, wie immer, trinken, 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 gell, Phil? Denn die Zelle, die muss schwimmen. Viertel.